So, it has begun. It has indeed. I can't say I'm very happy about all this. The Politburo knows what is right. Welcome back, Grisha. Oh, how was the crew training? Boring. They thought they could bully us into submission! Today, we'll show them the might of the Soviet Union! Without my consent again, I will have you court-martialed! Please, not again! They died for socialism. I'm proud. It does not matter what I think, does it? But we didn't fail at Cascade Falls, sir. Und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Let's Play von World in Conflict Soviet Assault. Eine weitere Episode in unserer Geschichte. Vorher war es ja soweit, dass wir mit den russischen Truppen, also mit den sowjetischen Truppen, unter Oberst Orlovsky halt eben und Hauptmann Malaschenko einen Steinbruch verteidigt haben. Aus der Begründung dessen, weil halt eben in der Nähe ein Gefangenenlager stationiert war mit hochrangigen VIPs, die zum Austausch gebraucht wurden. Und deswegen mussten wir das Ganze auch mit Helikoptern aus der Luft verteidigen und mit Artillerie unterstützen. Das haben wir erfolgreich gemacht. Jetzt geht es dann mit unserer Kampagne direkt dann weiter auf der westlichen Seite halt eben. Schauen wir, was sich ergibt. Genau wie die von uns gefundenen Pläne aufgezeigt hatten, griffen die Russen wenig später unsere Häfen in Little Creek und Norfolk an. Aber sie hatten jetzt weniger U-Boote und da wir vorgewarnt waren, richteten die Angriffe keinen großen Schaden an. Natürlich wussten wir da noch nicht, dass sie eine Woche später Seattle überfallen würden. Nein, damals erschien es uns wie ein Erfolg und an der Zeit, nach Hause zurückzukehren. Wir hatten wochenlang ununterbrochen gekämpft, wenig geschlafen und waren am Ende unserer Kräfte. Wir bekamen nur 5 Tage Urlaub, aber das erschien uns wie eine Ewigkeit. Bannon sprach nicht viel auf dem Rückflug. Gerüchten zufolge soll er schuld am Tod mehrerer russischer Zivilisten gewesen sein. Und der Colonel wollte ihn versetzen lassen. Bestätigt wurde davon allerdings nichts, bis wir uns New York näherten. Irgendwo über Grönland, 1845, eine Woche vor der Invasion von Seattle. Achtung, es gibt eine Planänderung. Spetsnaz-Soldaten haben einen Angriff auf New York durchgeführt. Sie haben eine Menge Ausrüstung und VIP-Geiseln kassiert. Wir werden sie befreien. Ja, wie sollen wir das tun? Nicht Sie, Captain. Sie sind nur Unterstützung bei dieser Mission. Und dann lasse ich Sie von diesem Bataillon wegversetzen. Aber Sir, Ich weiß nur noch nicht, wohin. Am liebsten so weit wie möglich weg von hier. Parker, ich habe Ihren Urlaubsantrag für Seattle erhalten. Ob es Bannon dort gefallen würde? Ich finde bestimmt ein Nachschubdepot, das einen Bürohengst braucht. Sir! Machen Sie sich bereit, wir landen in 10 Minuten. Sie bekommen es mit mindestens 2 Spetsnaz-Kompanien zu tun, die Ellis, die Gouverneursinsel und Liberty Island erobert haben. Die haben zudem große Teile unserer Ausrüstung erobert. Sie werden also Fahrzeugen mit US-Hoheitszeichen gegenüberstehen. Die Fahrzeugmannschaften werden zusammen mit mehreren VIP-Würdenträgern auf Ellis festgehalten. Sie zu befreien hat oberste Priorität. Sie arbeiten bei der Rückeroberung der Insel mit Einheiten der Army Ranger zusammen. Die stehen unter dem Befehl von Captain Vance. Wir haben auf Granada Seite an Seite gekämpft. Er ist ein guter Mann. Hier, Captain Vance. Schön, dass Sie bei uns sind, Lieutenant. Wir haben beim ersten Angriffsversuch einiges abschreiben müssen. Aber meine Ranger zusammen mit ihrer Luftunterstützung werden den Russen diesmal zeigen, was Krieg bedeutet. Wir müssen zuerst auf Ellis eine Operationsbasis einrichten und die Geiseln rausholen.
Ist das klar, Parker? Captain Vance übernimmt die Bodenkämpfe, während wir von oben Rückendeckung geben. Gut, dann starten wir mal das Feuerwerk. Parker, schützen Sie unseren Rückraum. Wir kümmern uns um die Flak. So da. Parker, wir können erst Verstärkung bringen, wenn Alice vollständig gesichert ist. Seien Sie vorsichtig. Eagle 6 over. Hier, Vance. Wir haben Feindkontakt. Zeigen Sie es denen. Hier nicht möglich. Feind vernichtet. Jetzt befeuern. Feuer aus allen Rohren. Der Himmel gehört uns. Panzerjäger in der Gegend. Parker, die setzen unsere eigenen Werfer gegen uns ein. Finden und zerstören Sie sie, bevor sie zum Problem werden. Aber achten Sie auf Flakverteidigung. Und jetzt zurück zu Ihrem Hauptziel. Wenn ich noch mehr Männer verliere, muss ich die Mission abbrechen, Parker. Wo sind Sie? Bringen Sie Ihre Hubschrauber zu meiner Position und jagen Sie diesen Spetsnaz-Hunden ein paar Raketen um die Ohren. Das sollte genügen, oder? Parker, das Gebiet ist gesäubert. Okay, wir haben die Position gesichert und die Gefangenen sind befreit. Die Hubschrauber bringen sie demnächst raus. Gut gemacht, Captain. Na, Astrein hat doch funktioniert. Sichern Sie die gesamte Insel, damit wir Verstärkung schicken können. So. Hua, Colonel. Alles klar, Parker? Greifen wir an, solange sie angeschlagen sind. Schande, so schöne historische Gebäude zu zerstören. Setze Hellfeuer ein. Hab ein Ziel. Setze Hellfeuer ein. Hab ein Ziel. Ein vernichtet. Setze Hellfeuer. Der Grenzbereich ist unser Ziel. Gehe in Angriffsposition. Schweren Kampf. Hier Eagle 6. Alle Gefangenen sind sicher und unterwegs zum Festland. Gut gemacht, Leute. Weitermachen. Wir haben das Nordende gesichert und meine Leute verschanzen sich. Helfen Sie, Alice Nord zu sichern. Gut, das hätten wir geschafft. Ja, da liegt noch so ein süßes Fährschiff noch davor. Vance hier. Der Feind wurde von Alice vertrieben. Sie können jetzt Verstärkung schicken. Roger, Captain. Das war ausgezeichnet. Und das gilt auch für Sie, Parker. Bannon, ich überlasse Alice jetzt Ihnen. Richten Sie ein Aufrüstungsdepot mit Tankstelle für Parker ein. Er wird die Unterstützung brauchen. Ja, Sir. Parker, wir müssen auf der Gouverneursinsel einen Brückenkopf einrichten. Meine Männer gehen rein und richten einen Grenzbereich ein. Dann rücken wir ins Inland vor und räuchern die Russen aus.
Ihre Hubschrauber sollten in der Nähe bleiben, dann läuft alles glatt. Laut den befreiten Gefangenen soll die Südspitze frei von Flakverteidigung sein. Unsere Soldaten konnten ihre Geschütze zerstören, bevor sie in Feindeshand fielen. Das sind echt gute Leute. Hier Eagle 6. Die Zeit wird langsam knapp. Wenn wir die Russen nicht stoppen, können sie mit den Harpunwerfern schwere Schäden an unseren Häfen anrichten. Verstanden, Colonel. Aber wenn wir überstürzt handeln, werden wir abgeschlachtet wie die Männer vor uns. Das wollen wir vermeiden, Captain. Weitermachen. Parker, wir haben keinen endlosen Vorrat an Hubschraubern. Passen Sie gut auf die auf, die Sie haben. Geht in Ordnung, Colonel. So. Parker, nicht vergessen, reparieren und aufrüsten auf Alice. Bannon sollte den ARP mittlerweile vorbereitet haben. Schwerer Hubschrauber erwartet Flugplan. Halte Fluggeschwindigkeit. Vance hier. Meine Ranger sind auf der Gouverneursinsel gelandet. Versuchen jetzt, einen Brückenkopf zu sichern. Parker, gehen Sie nach Alice, wenn Sie Feldreparaturen durchführen müssen. Bannon sollte dort mittlerweile einsatzbereit sein. Schwerer Hubschrauber erwartet Flugplan. Volltreffer visuell bestätigt. Apache fliegt unterhalb der Baumgrenze. Feind vernichtet. Schwerer Kampfhubschrauber, ergreife den Angriff. Jetzt mache ich dem Ziel die Hölle heiß. Positiv. Feuer, Hellfire. Positiv, Sir. Feuer, Hellfire. Ziel bestätigt. Meine Männer liegen unter schwerem Beschuss. Geben Sie ihnen Deckung, Parker. Kontrollieren das Gebiet. Halten Sie uns die Russen vom Hals, bis wir ein paar Sandsäcke platziert haben, Parker. Verdammt, Parker! Wo zur Hölle bleibt die Luftunterstützung? Ich verliere haufenweise Männer! Vergessen Sie nicht, Ihre Hubschrauber auf Alice reparieren zu lassen, Lieutenant. Geben Sie Bannon ruhig etwas zu tun. Abfallen wurde eingesetzt. Zucker, Ende. Verstanden. Hier Zulu 9. Mörserangriff ist unterwegs. Panzerkiller bereit für Einsatz. Ja, Sir. Fliege sofort zu Tino noch ein Wrack. Schwerer Kampfhubschrauber erkennt mich hier fast voll. So da. Hier. Der Brückenkopf ist gesichert. Wir können jetzt weitere Truppen herholen. Verstanden, Captain. Verstärkung ist unterwegs. Jetzt müssen wir uns um die Werfer kümmern.
Ich verlege meine Männer nach Norden. Parker, Sie bleiben in der Nähe. Schalten so viele Werfer wie möglich aus und achten auf Flakstellungen. Wir haben die Bedrohung in diesem Gebäude neutralisiert. Ah, da ist auch noch eine Schau. Boah, das sind viele. Dann löst aber langsam genug, ja? Also... Bannon, fliegen Sie ein Reparaturfahrzeug zur Gouverneursinsel. In Ordnung, Colonel. Ein Werfer ist Geschichte. Hua, Parker! Hol mich doch der Teufel! Der nächste Werfer ist erledigt! Weiter so, Lieutenant. Ohne die Werfer sind dem Ivan die Hände gebunden. Parker, wir haben ein Reparaturfahrzeug auf der Gouverneursinsel stationiert. Nutzen Sie es gut. Eagle 6, over. Mittelschwerer Hubschrauber erwartet Anweisungen. Hier 709, Mörserangriff abgeschlossen. Wir brauchen ein Gefühl. Mittelschwerer Kampfhubschrauber fliegt zu Koordinaten. Super Cobra wartet auf Befehl. Lautet Befehl, lautet hier Befehl. Hubschrauber ist bereit. Außer Gefecht gesetzt. Boah, Alter. Wie viele Fahrzeuge waren hier stationiert? Das ist der Wahnsinn. Die müssen sich auf die ganze verdammte Rote Armee vorbereitet haben. Das ist für die Russen doch wie Weihnachten mit unserem ganzen Zeug. Wir werden sie dennoch besiegen, Captain. Die Leute hier waren unterbesetzt und viel zu gut ausgerüstet. Das wird uns die Sache enorm erschweren. Wohl wahr. Aber so ist es nun mal, und wir müssen damit leben. Egal, wie schwierig es auch ist. Gut gemacht, Captain. Ein weiterer Werfer ist ausgeschaltet. Und wir machen diesen Spetsnaz-Bastarden die Hölle heiß. Weiter so, Lieutenant. Ohne die Werfer sind dem Ivan die Hände gebunden. Hua! Noch ein Harpunwerfer außer Gefecht gesetzt. Gespannt. Befehlen Sie den Angriff. Aber das ist die Freiheitsstatue, Sir. Und das hier ist Krieg. Tun Sie's! Eagle 6, die Mission läuft an. Ich wiederhole, die Mission läuft an. Sie sind unterwegs, Sir. Gut. Geben Sie mir jetzt Lieutenant Parker. Ja, Sir. Missionsupdate, Parker. Russische Soldaten haben sich auf Liberty Island verschanzt und planen, noch in dieser Stunde einen chemischen Wirkstoff über Manhattan freizusetzen. Ich habe bereits einen massiven Luftangriff angeordnet. Aber wir müssen die Statue schützen. Sie müssen diese Spetsnaz-Ratten ausrotten, bevor es zu spät ist. Die Russen verlangen, dass wir alle Truppen aus Europa abziehen. Aber das ist natürlich utopisch. Wenn wir zwischen der Statue und Menschenleben wählen müssen, wählen wir Menschenleben. Ich will diese Wahl aber nicht treffen müssen.
Enttäuschen Sie mich nicht, Parker. Eagle 6, over. Parker, das Radar hat mehrere feindliche Hubschrauber auf dem Weg nach Liberty Island erfasst. Schalten Sie sie aus. Eagle 6, over. Roger. Luftnahunterstützung bringt euch Geschenke. Was zur Hölle tun Sie da, Lieutenant? Ihr Ziel liegt auf Liberty Island, verdammt! Iceman ist mit Schwarmbomben unterwegs. Roger, Luftnahunterstützung bringt euch... Ab nach Liberty Island, Parker! Wir schaffen das hier allein! Gut. Gut, okay. Wenn ihr es so wollt. Dann lasse ich euch da allein. Hier Iceman, Schwarmbombe hat nur Dreck getroffen. Over und aus. Hier Iceman, Feinde im Zielgebiet sind Geschichte. Verstanden, Zielkoordinaten werden gerüstet. Stoker ist unterwegs. Roger, Zielort erhalten. Leite Angriff im Vorbeiflug ein. Roger. Rückzug, 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 nicht so schnell. Verstanden, bis zur Zielkoordinaten unterwegs. Iceman Ende. Wilco, Iceman ist mit Schwarmbomben unterwegs. Healy über den Wilco. Napalm wurde am Zielort eingesetzt. Stoker, Ende. Noch 3 Minuten, bevor die Flugzeuge eintreffen, Parker. Ich weiß, Sie schaffen das. Feuer aus allen Rohren! Greife das Ziel an! Sofort!
gehabt. Ich sehe grünen Rauch. Sie sollen abbrechen, verdammt! Hier, Eagle 6, Abbruch! 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 Gute Arbeit. Puh, geschafft. Da sind Sie über sich hinausgewachsen, Lieutenant. Als Dank sollte man Ihren Namen in den Sockel meißeln. Und jetzt beenden wir die Sache. Wir stehen kurz vor Fort Jay und könnten Luftunterstützung brauchen. Over! Sie haben ihn gehört, Parker. Legen Sie los. Eagle 6, over. Wir sind für Luftkampf bereit. So, da, dann gehen wir es direkt mal an. Hopp, Erde. Schwader mal her. Weiter so! Hier ist Docker! Napalm wurde eingesetzt! Ende! Wir schießen sie ab! Positiv! An, wenn wir mit ihnen fertig sind. Parker, schicken Sie Ihre Einheiten nicht unüberlegt in den Kampf, sonst verlieren Sie sie schneller, als Sie denken. Der Feind ist besiegt. Nur noch wenige Feinde übrig. Weiterschießen! Wir rücken ab!
So, das war's. Die Insel ist frei. Cobra geht in Kampfposition. Volltreffer visuell bestätigt. Wir haben das Ziel voll erwischt. Cobra ist bereit zuzuschlagen, Sir. Support Heli greift den Feind an. Positiv. Leute, macht sie fertig! Das Fort gehört uns. Meine Männer verschanzen sich jetzt. Verdammt! Die Russen greifen schon wieder an. Zeigt es ihnen! Die starten einen Gegenangriff, statt zu kapitulieren. Sie wissen, was zu tun ist, Parker. Wenn die das Fort und die Werfer zurückerobern, hilft nur noch ein Bombenteppich. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Schwerer Hubschrauber erwartet Flugplan. Apache fliegt unterhalb der Baumgrenze. Ja, Sir. Mittelschwerer Kampfhubschrauber neutralisiert, Sir. Ja, Sir, Hubschrauber erwartet Befehle. Ein weniger Schrauber erwartet Befehle. Verstanden. Ohne Sie halten wir nicht mehr lange durch, Parker. Wilco, Stoker ist bereit und unterwegs. Cobra ist bereit zuzuschlagen, Sir. Links um ist hier nichts. Das war der letzte. Wir haben alle Inseln gesichert. Danke für Ihre Hilfe, Lieutenant. Sie haben Ihren Urlaub redlich verdient, Parker. Sobald wir aufgeräumt haben, geht's heim nach Seattle. Wir sehen uns in einer Woche in Fort Bragg. Und Bannon? Ja, Colonel? Sie gehen ebenfalls nach Seattle. Sie wurden zum 5. Versorgungsbataillon versetzt. Mit etwas Glück muss ich Sie nie wiedersehen. Eagle 6 over. Wer weiß, ob das so bleibt. Nein, wir wissen nie, dass er zurückkommt. Ehrenkreuz für Tapferkeit und Luftlandeabzeichen. Sparen Sie Ihre Streitkräfte auf. Finden, vernichten Sie die Artillerie. Das Wasser haben wir geschafft. Helfen Sie, Fort Jay zu verteidigen. Passt. Ja. LS Liberty und die Gouverneure sind dank der vereinigten Bemühungen ihrer Lufteinheiten und der Army Rangers wieder unter amerikanischer Kontrolle. Die Geiseln sind in Sicherheit und sie haben es zudem geschafft, den Plan der Spesnacht zu vereiteln. Chemische Waffen in der Freiheitsstadt zu platzieren. Gut gemacht. Ja. Das war's für die Mission. Ich hoffe, es war interessant für euch. Halt eben war mal interessant, mit amerikanischen Helikoptern so zu kämpfen. Vor allem nur mit den Helikoptern. Ja, hat euch das Video gefallen? Däumchen nach oben. Wenn nicht, Däumchen nach unten. Ja, wie gesagt, halt eben. Ich freue mich immer über Feedbacks und Co. Also bitte schreibt mir doch alles in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge etc. pp. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig halt, dann ist man immer auf dem Neuesten und verpasst kein Video. Ich sag an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play World in Conflict hier auf Kais Retro Game. Also, bis zur nächsten Episode. Bis dann!